Vor wenigen Jahren gab es ziemlich viel Unruhe unter Philosophinnen und Philosophen. Da kamen nämlich die Psychologen, die empirisch arbeitenden Psychologen und die Neurowissenschaftler und die sagten, Freiheit, das ist eine Illusion. Vor allem die Willensfreiheit ist eine Illusion. Wie kommen die da drauf, dass Willensfreiheit eine Illusion sein könnte? Ganz einfach, man hat bei Versuchen festgestellt, dass wenn Versuchspersonen gebeten werden, eine Uhr zu beobachten, auf der in 2,5 Sekunden ein Licht herumläuft, dass sie sich einfach merken, an welchem Punkt sie mit dem Finger schnippen wollten. Also, dass sie sich überlegen, wann beabsichtige ich jetzt so zu machen mit dem Finger. Und das wird dann gemessen. Diese sogenannten Probanden, das sind also Menschen, die da bei einem solchen Versuch mitmachen, die bekommen ein EEG auf den Kopf gesetzt, eine Art von Helm, in dem Elektroden die Hirnströme messen. Dann wird die Muskelkontraktion, die wird gemessen und natürlich müssen die Leute dann sagen, aha, hier war das. Und dann hat man festgestellt, dass im Hirn ein Potenzial zur Verfügung gestellt wird, das sogenannte Bereitschaftspotenzial, das 300 Millisekunden vor der Absicht, so zu machen, bereits da war. Also 300 Millisekunden, bevor jemand beabsichtigte, so zu machen. Ja, und dann ist natürlich der Weg zur Illusionsvermutung gar nicht mehr weit, denn dann kann man sagen, offensichtlich hat die Absicht, die jemand hat, so zu machen, gar nichts mehr zu tun mit dem Ablauf dieser Bewegung. Der geht dann sowieso nach Programm. Das genaue Programm kennt man natürlich nicht, das ist irgendwann mal vielleicht rauszukriegen, aber es läuft determiniert ab. Und die Einbildung besteht nun darin, zu meinen, wenn man die Absicht hat, so zu machen, sei das die Ursache für diese Bewegung. Das ist also die Geschichte. Was folgt aus dieser Geschichte? Was für einen Reim können wir uns darauf machen? Müssen wir die Freiheit, die Willensfreiheit ad acta legen, uns auf was anderes konzentrieren? Nun, merken Sie sich einfach mal diesen Versuch, denn zunächst einmal noch einige Worte zur Willensfreiheit. Willensfreiheit ist ein Kunstwort. Aber es gibt noch ein anderes Kunstwort, das auch mit Freiheit verbunden ist, nämlich Handlungsfreiheit. Nun, was heißt das eine, was heißt das andere? Bei der Handlungsfreiheit hat man mit diesen Determinationen überhaupt kein Problem, denn bei der Handlungsfreiheit geht es nur darum, dass man das tut, was man kann. Also, dass man zum Beispiel, wenn ich sage, ich gehe jetzt zur U-Bahn, dass man da hingehen kann. Wie das funktioniert, was da genau abläuft, das ist nicht das Entscheidende. Ich habe eine Absicht, irgendwo hinzugehen und die kann ich dann auch realisieren. Ob ich das determiniert tue oder nicht, das ist zweitrangig. Bei der Willensfreiheit ist es anders. Willensfreiheit ist sehr, sehr anspruchsvoll. Man denkt, der Wille ist die Ursache für das, was man tut. Also es geht um den Zusammenhang zwischen dem Wollen und einer Handlung. Wenn ich etwas will und ich will es frei, dann müsste ich, so sagen das jedenfalls die Philosophinnen und Philosophen, doch auch in der Lage sein, etwas anderes stattdessen zu machen. Also statt A zu beabsichtigen und zu tun, B zu beabsichtigen und zu tun. Das ist eine der Varianten der Willensfreiheit. Man sollte die besser Wahlfreiheit nennen, denn die Wahlfreiheit, die besteht eben darin, dass man zwischen mehreren Optionen wählen kann. Sie stehen an einem kalten Buffet und da gibt es Fisch und Fleisch und Salat und Sie wählen. Sie können natürlich von allem was nehmen oder vielleicht nur von einer bestimmten Art von Speise. Das wäre so ein Beispiel.
Aber andere sagen, nein, diese Willensfreiheit, dieser Aspekt der Willensfreiheit als Wahlfreiheit, das ist nicht das eigentlich Interessante, sondern was mich viel mehr interessiert ist, wie komme ich eigentlich dazu, so eine Entscheidung zu treffen? Und jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Versuch. Da sagen nun die Psychologen, naja, diese Entscheidung, die wird vom Hirn getroffen. Also das Hirn, was immer das sein mag, das leitet einen Prozess ein und dann nehme ich Fisch. Und das ist nicht so richtig überzeugend, denn ich nehme nicht einfach zum ersten Mal in meinem Leben jetzt Fisch. Nein, sagen die Wissenschaftler, natürlich, das hat sich so mit der Zeit gebildet. Das ist interessant. Da sind wir wieder beim Können, denn das hat sich ja auch gebildet. Fisch essen wollen, das ist eine Geschmacksausrichtung. Fleisch essen wollen auch. Manche mögen beides. Also die Frage ist, was kann man mit diesem Versuch nun wirklich anfangen im Hinblick auf die Willensfreiheit? Was sagt uns dieser Versuch? Er sagt uns, dass wann immer körperliche Bewegungen involviert sind bei dem, was wir machen, also sei das Fingerbewegungen oder der ganze Körper bewegt sich oder die Beine und so fort, gibt es im Hirn ein Potenzial, Bereitschaftspotenzial genannt, das diese Bewegungen überhaupt erst befähigt. Also ich will zur U-Bahn gehen, plötzlich bewegt sich mein Körper, meine Beine und ich verlasse meine Wohnung oder das Haus. Das heißt, da hat sich etwas getan. Aber wie ist es zu verstehen? Was hat sich da denn getan? Ist dieses Bereitschaftspotenzial nun für dieses eine Mal da oder wie ist das zu verstehen? Nun, ich glaube, man kann sehr, sehr viel lernen von diesen Versuchen. Verstehen, lernen, dass alles, was wir tun, ein Lernerfolg ist. Wir gewöhnen uns an, uns zu bewegen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Klavier spielen. Am Anfang geht das relativ langsam. Die Finger sind nicht gut beweglich. Und wenn Sie dann die Noten lesen können und angefangen haben, das erste Stück zu spielen, dann werden Sie feststellen, oh, das mit der Fingerbewegung, das hakt. Ich muss einen ganz bestimmten Fingersatz mir angewöhnen, sonst läuft das nicht, sonst klingt das hakig und nicht wirklich gut. Irgendwann, vielleicht haben Sie es 500 Mal, 1000 Mal geübt, brauchen Sie nicht mehr an den Fingersatz zu denken. Das heißt, etwas, was Sie bewusst wollten, wird unterbewusst. Sie müssen nicht mehr dran denken. Und dann sind wir wieder da, wo die Neurowissenschaften uns erklären, was wir brauchen, um bestimmte Bewegungsleistungen zu erbringen. Wir brauchen unbewusste Leistungsfähigkeiten. Ein Potenzial, über das wir nicht nachdenken müssen, ja, von dem wir nicht einmal eine Ahnung haben, dass es da ist, das aber zustande gekommen ist durch sehr, sehr viel Übung. Kein Potenzial, das in unserem Hirn jemals aktiviert wurde, ist ohne einen langen Einübungsprozess zustande gekommen. Das ist das eine. Und das andere ist, was sind eigentlich Handlungen, die wir frei ausführen wollen? Ist das eine Handlung? Nein, das ist keine Handlung. Das ist eine kleine Körperbewegung. Viele Körperbewegungen sind mit Handlungen verknüpft. Zum Beispiel das Verlassen des Hauses. Schon der Gang zur Toilette. Da muss ich mich bewegen. Also ist Körperbewegung und Handlung miteinander, sind die beiden miteinander verwoben. Aber das eine ist nicht einfach das andere. Nachdenken ist auch eine Handlung. Das kann ich im Sitzen oder im Stehen, ohne dass ich mich auch nur ein bisschen bewege, tun. Oder noch ein extremeres Beispiel, das Beten. Da brauche ich nicht mal die Lippen zu bewegen. Oder wenn ich male, Klavier spiele, da bewege ich in ganz bestimmter Weise meine Hände. Und dieses Bewegen der Hände hat eine Qualität, die mit meinen Absichten, die ich jetzt habe, zwar auch etwas zu tun hat, aber
nicht so viel, wie wir annehmen würden, wenn es darum geht, die Absicht und das Fingerschnippen miteinander in Verbindung zu bringen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es geht darum, wenn wir mit dem Körper etwas tun wollen, dass wir dann unbewusste, nicht mehr von uns bewusst beabsichtigte Leistungen erbringen wollen, damit sie überhaupt erfolgreich sind. Nehmen Sie unsere Sprache. Sprechen ist sicherlich eine Handlung. Jeder Satz ist eine Teilhandlung. Ja, man könnte sagen, die Sprachfähigkeit ist Handlungsfähigkeit. Das merkt man ganz besonders dann, wenn man eine Fremdsprache in einem Land nicht kann, in dem man sie ganz dringend bräuchte. Aber auch sonst, wenn man sich gegen jemand anderen durchsetzen will oder wenn man bei einer Bewerbung eine gute Figur machen will, da weiß man, wie wertvoll es ist, wenn man mit der Sprache handeln kann, wenn man so sprechen kann, dass die Handlung, die man damit gleichzeitig vollzieht, erfolgreich ist. Aber wer würde denn meinen, dass das Sprechen können etwas ist, zu dem ich mich in jedem Augenblick, in dem ich sprechen will, entscheiden muss, damit es stattfindet? Die Freiheit der Rede besteht doch nicht darin, dass ich mich in jedem Moment, in dem ich ein Argument, einen Gedanken mitteilen will, entschließe, so, jetzt sage ich das. Manchmal kommt das vor, aber das ist doch nicht die Normalsituation. Ich bin doch nur dann erfolgreich, wenn das Wesentliche schon geleistet ist, bevor ich tatsächlich etwas will. Also die Willensfreiheit, die Freiheit, sprechen zu können, erfolgreich mit der Sprache umgehen zu können, die ist doch tief verwurzelt in meinem Unbewussten. Da, wo die Grammatikregeln begraben liegen, die wir für unsere Muttersprache sowieso kaum wissen. Wer weiß schon, nach welchen Regeln wir richtig sprechen? Natürlich, in der Schule kriegt man das beigebracht und dann vergisst man sie wieder. Wenn man eine Fremdsprache erwirbt, dann ist es anders. Aber auch nur dann, wenn man die Regeln der Fremdsprache so ins Unbewusste abgelegt hat, dass man nicht mehr daran denken muss, ob jetzt Ort vor Zeit oder umgekehrt kommt, erst dann kann man richtig sprechen. Zumindest einigermaßen richtig. Also, was die Neurowissenschaftler uns mitgeteilt haben, ist zunächst einmal überraschend, aber in keinster Weise beängstigend oder irritierend. Nein, sie haben uns nur mitgeteilt, wie wichtig es ist, dass wir Leistungen, von denen wir gerne hätten, dass sie Teil unserer Freiheit sind, einfach so stark üben, so lange üben und mit solcher Intensität üben, dass wir nicht mehr daran denken müssen, wie es geht. Der Fingersatz auf dem Klavier oder auf der Violine oder die Haltung des Pinsels, die Bewegung der Hände oder das Sprechen in einer Natursprache. Also können wir uns getrost wieder der Frage zuwenden, was ist eigentlich Freiheit? Sie ist auf jeden Fall keine Illusion, sondern eine Leistung, die wir bewusst beginnen, zu der wir aber nur dann wirklich in der Lage sind, sie auf anspruchsvolle Weise zu realisieren, wenn die Voraussetzungen dafür unbewusst geworden sind.